Haha, hallo und willkommen zu Portal 2. Na, fast. Das ist ein Mod zu Portal 2, der gestern, glaube ich, rausgekommen ist. Und hab ich mir gedacht, den spielen wir gleich nochmal. Ich dachte, das ist kurz ein neues Spiel. Ich habe das vorhin schon mal angefangen. Und wir sehen uns nach dem Ladebildschirm. Und da geht's auch schon los mit dem Ende des normalen Spiels. Ich lasse euch jetzt einfach mal kurz gucken. Ja, wir wurden verarscht. Das ist ein bisschen laut, warte mal, einen Moment. Audio, Lautstärke. Okay. Ja, das waren anscheinend nur Videobildschirme. Wow, was war gerade. Ich hatte am Anfang einige Performance-Probleme mit dem Mod, aber das hat sich jetzt irgendwie sehr flüchtig. Wie gesagt, ich habe die ersten paar Level. Ich habe die ersten paar Level schon gespielt, beziehungsweise das erste Level und ein bisschen zum zweiten Level, um ein bisschen reinzukommen. Und das ist am Anfang ein bisschen kompliziert, wenn man das Tutorial nicht liest oder sieht, sag ich mal. Das ist nämlich so ein Videobildschirm, wo halt ein Tutorial drauf ist. Und jetzt hier kommt noch ein Ladebildschirm. Bis gleich. Oh, da ist eh schon fertig, also, naja. Nette Gegend hier. Mir fällt gerade mal auf, dass ich das letzte Mal gespielt habe, unter mir Beine gesehen habe und diesmal nicht, was irgendwie ein bisschen komisch ist, aber naja. Und irgendwie ist mein Arm auch weg. Naja, ich erkläre euch das mal kurz. Also im Prinzip, wie der Name schon sagt, Sinking with Time Machine, hat man eine Zeitmaschine. Man klickt R und startet quasi so eine Aufnahme, sag ich jetzt mal. Geht man jetzt hier drauf, macht irgendwas, dreht zum Kreis oder so. Und dann klickt man F und wird quasi zurückgeschleudert und die macht das dann, was man vorher gemacht hat. Das heißt, man kann weitergehen. Und da sieht man dann das auch noch aus der Sicht von der zweiten, keine Ahnung. Hier habe ich ziemlich lange dran gesessen, weil das ein bisschen tricky war. Im Prinzip musst du dich halt hier vorstellen, bücken, bisschen warten, wieder hochgehen, dann wieder F klicken, dann drauf gehen und springen. Hier oben machen wir das gleiche. Bück dich. Wie gesagt, das habe ich schon gespielt, also am Anfang habe ich da relativ lange dran gesessen. Bisschen zu lange. Das hier war ganz tricky. Aber ich mache das jetzt einfach schon mal. R klicken. Das klicken. Das sieht übrigens richtig cool aus. Hier drauf. Dann geht man hier drauf. Duckt sich, dreht sich im Kreis, was auch immer. Jetzt geht man auf die andere Seite und guckt zu. Und fertig. Ich muss kurz gucken, wann ich die Aufnahme angefangen habe. 15:28. Okay, ich weiß noch nicht, wie lange das wird. Vielleicht eine halbe Stunde. Ja, sagen wir mal 15 Minuten vielleicht. Vielleicht mache ich auch mehrere Teile, je nachdem, ob mir die anderen Level auch gefallen. Die Framerate droppt gerade so ein bisschen, weil es, glaube ich, am Ende des Levels gerade ist. Aber das hier, da habe ich am Anfang ein bisschen gesessen, weil das ein bisschen tricky war wieder. Im Prinzip musst du ja auch einfach
im Portal setzen, im Aufnahmemodus, sag ich jetzt einfach mal, da einsetzen, hier durchgehen und da das Orangene wieder setzen. Dann ein bisschen warten, bis man rübergehen kann, später oder gleichzeitig oder davor oder danach, je nachdem wie man mit der Zeit sieht. Dann kriegt man wieder F und sieht, jetzt da ein Portal, jetzt da ein Portal, dann geht man hier durch. Und dann geht man hier durch. Und ich glaube, hier kommt jetzt wieder eine Ladezeit. Ich glaube, die war doch nicht lange. Das liegt vielleicht daran, dass ich das mal geladen habe, dass das jetzt nicht so lange ist. Okay, jetzt sind meine FPS wieder oben. Das ist gut. Also am Ende des Levels droppen die so ein bisschen. Weiß nicht, vielleicht ist das, liegt das daran, dass das ein Mod ist oder so. Weil Portal hat jetzt nicht so die allerhöchsten Anforderungen. Wie war das hier nochmal? So, ja. Das war das letzte Level, was ich gespielt habe. Hier die schöne Animation. Hui. Bis dahin. Hier sich bücken. Was zum Bestiegen wird. Auf den. Dann hier draufstellen. Dann los geht's. Ich glaube, ich muss da runtergehen, damit das nicht kaputt geht oder so. Herrennen. Besteigen. Springen. Und freuen. Das ist irgendwie sowas wie Multiplayer für Arme. Okay, hier war ich noch nicht. Jetzt brauche ich vermutlich ein bisschen länger. Mal sehen, was passiert. Gar nichts. Ich brauche erstmal einen Würfel. Ah, ich glaube, ich muss den Würfel von da hinten mit benutzen. Denke ich mir jetzt einfach mal. Weil hier ist kein Emanzipationsgrill. Oder wie auch immer der hieß. Da ein Portal, da ein Portal. Dann nehme ich den Würfel. Und dann gucke ich, was weiter passiert. Da Portal, da Portal. Da kurz geflackert. Hui. Ah, das macht dann das hier. Okay. Okay. Dann mache ich jetzt noch das hier. Und da war ein Portal. Ich könnte jetzt eigentlich schon rüber gehen, oder? Ne, ich glaube, das geht im Record-Modus nicht. Also mache ich das jetzt mal kurz so. Aber warte mal, jetzt geht's aber. Okay, ich dachte, bräuchte man jetzt seinen Zwilling, sag ich jetzt einfach mal. Yay, Ladezeit. Okay, das Gute an Ladezeit ist, dass es dann nicht so laggt, wenn das Level zu groß ist. Und, ist eh gleich fertig. Vielleicht schneide ich die Ladezeiten raus, später, wenn die zu lang werden. Und vielleicht meine ich mit höchster Wahrscheinlichkeit. Okay, ja. Ja, wie gesagt, Koop für Arme. Oh. Ja, ich werde hier auch verrecken. Hui. Hört ihr die Musik im Hintergrund? Hui. Der Knopf sieht voll stylisch aus. Ja, die Borealis. Ja. Also ich habe das hier nicht geparkt. Falls jemand fragt, ich weiß nicht. Und das nehmen wir mit. Oh, schade, geht nicht. Also jetzt wissen wir schon mal, wo die Musik herkommt. Ich glaube, wir müssen dann... Ich glaube, wir müssen auf das Schiff drauf, oder? Oder geht das überhaupt? Ahahaha. Wir haben unser Tablet, glaube ich, gerade gar nicht. Okay, das ist hier nur ein normales Level.
Ha 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 ha. Ups, muss kurz ein bisschen lauter machen. Nein, nicht Video. Damit man das versteht. Ja, das ist irgendwie ein bisschen tot. Oh, ich soll das vielleicht lesen. Can't help you anymore. Okay, jeez. Ah, warte mal, das sind die Stimmen von Atlas und Dingskirchen. Fällt mir gerade mal so auf. Oh ja. Okay, die haben irgendwas vor. Ich glaube, ich muss irgendwas machen. Ich glaube, ich muss doch irgendwie nach ganz oben. Oder auch nicht. Oh ne, da musste ich ja. Hoppala. Hui. Gut, ich kann hier rüberspringen. Vielleicht kann ich da jetzt rein, wo die aufgehört haben zu reden. Ahaha. Mal schön die Tür zu machen. Oder auch nicht. Stuhl. Oh, kann ich nicht nehmen. Schade eigentlich. Ah, das ist der Test hier. Ist wieder an. Nö. Ah, ich glaube, das ist so ein Rückblick, denke ich mir jetzt mal an. Irgendwas muss ich hier machen. Okay, das Ding hat gerade geblinkt, also müsste das jetzt eigentlich funktionieren. So, dass der Schalter das das Dingskirchen da oben macht. Hui. Oh, ich schon wieder. Dupdi-dupdi-da. Nope. Vielleicht nicht überspringen. Nope. Irgendwie bin ich gerade so unfähig. Ich guck noch mal kurz in dem Raum da oben, ob ich irgendwas noch übersehen habe. Kann ich hier Portale? Gut, das ist praktisch.
Drop-Ding in der Mitte ist gar nicht aufgezeichnet, fällt mir gerade so auf. Hässlichen Boden haben die hier. Ich dachte gerade oben hätte ich was hin platzieren können, das wäre sonst ein bisschen einfach gewesen. Das ist alles nur zum Leuchten anscheinend. Auf der anderen Seite vielleicht, dass ich mich da irgendwie rüber schießen kann. Hier sind irgendwie gar keine Portalflächen. Ah, oben auf dem Boot drauf vielleicht. Wow. Whoop. Also merkt, ich habe keinen Plan. Oder ich muss GLaDOS wieder irgendwie aktivieren. Das ist auch gut möglich. Oh, schade. Hui, Lens leer. Das ist eine ziemlich heftig starke Lampe. Aha. Musst du auf den Zettel da kleben. Find Time Machine back to January 2000 und was auch immer stand. Kann ich nochmal draufklicken? Nope. Hey. Ach so, das hat GLaDOS mir quasi geschickt. Also so als SOS. Aha. Klicken wir einfach mal alles an. Ich hab's. Wird auch langsam mal Zeit. Also ich würde den Plattenspieler ja mitnehmen, aber es geht leider nicht. Was spielt er denn? Sagt mir nichts. Hui. Hui. Und Ladezeit. Die neuen Tests kann man sehen, wesentlich cooler aus. Ah, jetzt habe ich das Zeitding. Das ist ja total einfach jetzt hier. Ich will nach Hause. Also wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie durch. Warte mal, ich habe eine Idee. Aha. Okay, haben wir schon mal Würfel. Ah, sich umlenken. Lenkungswürfel.
da so ein Dingskirchengrill. Und hier muss ich das Laserding irgendwie hinkriegen. Wie viele Würfel habe ich? Zwei. Und eine muss schon mal dahin. Müsste passen. Erst muss ich wieder auf andere Seite. Wirklich. Danke. Dann kann ich eigentlich mal gleich mitnehmen. Den anderen. Hui. Ah, ich muss nochmal auf andere Seite. Ach, das war zu kurz. Das war wirklich zu kurz. Das habe ich irgendwie vermasselt. Ich glaube, man darf nicht gebückt anfangen. So, das ging schon mal. Na, ich muss einfach jetzt wieder auf andere Seite. Bück dich, du Schlampe. Nein, habe ich nicht gesagt. Wieder auf die andere Seite. Ich glaube, ich kann auch hier rüber. Hä? Ach so, ja. Ja, aber es funktioniert wirklich nicht, wenn man gebückt anfängt. Also falls der spielt, gebückt anfangen geht nicht. Hui. Ja, das war ja einfacher, als ich dachte. Das ist bei Portal generell so, die Level sind immer einfacher, als man denkt. Okay, das war jetzt wirklich sehr schnell noch eine Ladezeit. Ja, immerhin. Mehr kurze Ladezeiten ist auch manchmal besser als einige lange. Obwohl beides ist eigentlich scheiße. Hui, blob. Der Typ, der den Mod gemacht hat, mag es bestimmt, dass die Animation zu zeigen. Ups, sorry. Hui. Da kann ich schon mal nicht durch. Mal sehen, wo es hierher geht. Nach unten. Okay, die Würfel kann ich euch nicht mitnehmen, weil das ein Grill ist. Kann ich irgendein Portal hinsetzen? No. Ah, da sollte ich nicht her. Die Aufnahme ist vermutlich schon extrem lang und ich habe es nicht mitgekriegt.